Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zur 7. Folge und somit letzten Folge für dieses Jahr und zwar pünktlich an Weihnachten. Heute gibt es von uns zwei klitzekleine Neuerungen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und dann drehen wir noch eine kleine Runde auf der wunderschönen Map Tatrahausen, die von unserem User Tatrafan gebaut wird. Es ist noch relativ kahl alles, aber es ist auf jeden Fall bis jetzt eine schöne Map. Und passend dazu fahren wir natürlich mit dem Tatrahausener Verkehrsgesellschafts Repaint, das ich vor kurzem erstellt habe für die Map. Und ja, ich würde sagen, ich fahre erstmal ein Stück raus. Kann euch dann demonstrieren, was der Kartoffelphantom Neues eingebaut hat. Und zwar machen wir einmal ein zentrales Öffnen und anschließend wieder ein zentrales Schließen. So, und wir sehen, dass jetzt jeweils die zweite Tür offen bleibt. Das hat er extra so eingebaut, damit wir hier sofort eine Störung erhalten und nicht jetzt zigtausend Mal die Türen öffnen und schließen müssen. Und zwar, das Problem kennen wir, Tür schließt nicht. Wir gehen in den Innenraum. Moment, da war es eben schon. Ja. Benutzen die Nottüröffnung, schieben sie zu. Und Tür wäre somit Entschuldigung, erstmal zu. Da wir aber noch keine Grünschleife haben, müssen wir jetzt einmal von außen mit Hilfe eines Vierkants die Tür verriegeln, also mechanisch verriegeln. Da sind, glaube ich, auch so eine kleinen Endlangkontakte drin, die dann, wie gesagt, mechanisch so verriegelt werden und dann kriegt man dann wieder seine Grünschleife. Dasselbe machen wir einmal da hinten. Selbes Prinzip. So, dieses Klick-Klick-Geräusch, was auch beim Anfahren und Bremsen kommt, das wird natürlich noch entfernt. Aber das ist ja alles noch VIP. So. Auch hier schließen wir wieder ab. So, sehr schön. Ja, was kommt noch dazu? Und zwar hat der liebe Kartoffelphantom vorne den Schlüsselschalter und die Tür 1 Notentriegelung ebenfalls ausmodelliert, die jetzt hier leider noch nicht texturiert sind, weil ich es vergessen habe, die mit zu texturieren, was jetzt aber nicht weiter tragisch ist. Das beeinträchtigt ja nicht die Funktion. Den Schlüsselschalter, den kennen wir ja bereits. Den gibt es aber noch die mechanische Entriegelung, womit wir jetzt die Tür 1 im Notfall öffnen können, falls die Batterie leer ist und wir die Tür 1 nicht mehr mit Hilfe des Schlüsselschalters öffnen können. Na, müsste eigentlich auch funktionieren, wenn ich hier wieder loslasse. Genau. So, man hat es gehört, Grünschleife haben wir. Das waren eigentlich die zwei Neuerungen bis jetzt. Ja, ansonsten kann man sich ja nochmal das Repaint angucken. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wer sich speziell die Front anguckt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wovon ich dieses Repaint etwas abgeleitet habe. Der eine oder andere wird bestimmt darauf kommen. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir drehen jetzt noch eine kleine Runde bis zum Remweg, fahren dann wieder zurück und dann war es das für heute erstmal. So, Weichen anfordern auf rechts. Anhalten, Blinker setzen, Zwangshalt, warten auf Phase. Phase ist da. Klingeln verrät uns das L. Wir können losfahren.
wir uns hier drin stehen haben, ist achten wir einfach mal die Haltestellen. Diese Map basiert übrigens auf originale DEM-Daten, da es eine Multiplayer-Map ist, die noch nicht veröffentlicht wurde. Bevor da jetzt wieder Fragen kommen. Darum ist es hier hügelig wie Sau. Ja, also wir werden es nachher auf die Rückfahrt merken, dass der KT sehr viel zu tun hat. Alles öffnen machen, dass jeweils die zweite Tür immer zu bleibt, da wir sie ja auch mechanisch abgeschlossen haben. Ja, das hatte ich jetzt gerade mit der H-Taste gemacht. Wie man hier unten auch schön sieht. Rangiersignal. Ja. Alles nette kleine Spielereien. So. Ich würde gerade sagen, wir fahren einfach bei gesperrt, aber wir haben dann doch noch unser Freizeichen bekommen.
dass wir jetzt noch auf halber Strecke angleisen? Nee, das passt soweit. Gut. Ich wollte eigentlich auf das andere Gleis, aber ich laufe jetzt nicht nochmal nach vorne. Ja. Na, mehr. So. Gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir als Team vom Projekt Lotus KD4DTM sowie T6A2 B6A2M wünschen euch ein besinnliches Weihnachtsfest, schöne Feiertage, vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut!